eigentlich sagen, du bist privilegiert? Na, nimm noch einen Schluck von deinem 12-Euro-Wein und lass dir Zeit mit der Antwort. Jetzt sucht er nach Gründen für seine Unzufriedenheit und es fallen ihm keine ein. Ja, aber bin ich deswegen... Mein lieber Freund, du bist geboren und aufgewachsen in Hannover. Und? Deine erste Fremdsprache war Latein und zweimal die Woche hast du im Knabenchor gesungen. Der schlimmste Tag deiner Kindheit war, als du bei Starlight Express nicht direkt an der Rennbahn gesessen hast. Ja, First World Problems sind auch Problems. Ja, wenn man auf dem Klo kein Handy dabei hat und die Rückseite von der Shampooflasche lesen muss. Wenn der Barista die falsche Hafermilch benutzt. Wenn man im Rewe eine Maske tragen soll. Wenn der eigene Beitrag zum Klimaschutz darin besteht, von der Couch aus die Proteste zu kritisieren. Oder wenn wegen einer Sondersendung zum Iran das Traumschiff eine halbe Stunde verschoben wird. Welche Sondersendung? Ja, aber bin ich privilegiert? Was war der lustigste Gag deiner Kindheit? Als auf der Südamerika-Tournee mit dem Knabenchor Hannover die Sopranistin am Ende von Mozarts Krönungsmesse immer gesungen hat, Anus Dei. Keine weiteren Fragen. Ja, nicht Agnus Dei, also Lamm Gottes, sondern Anus. Anus Dei, das Poloch von Gott. Dass er nicht öfter verprügelt wurde. Naja, ich wusste mit 10 Jahren jetzt nicht, ob Gott ein Poloch hat, aber ich wusste, dass ich das beim Kindergottesdienst niemals würde fragen können. Lauda tu si, o mio signore. Du, Herr Pastor, hat Gott eigentlich eine Rosette? Bip, bip, bup, bup, bup. Jugendamt? Naja, ich hätte noch nie eine gesehen. Ist doch klar, dass Gott ein Arschloch hat. Warum? Na, wir haben eins und wir sind nach Gottes Abbild geschaffen. Nach der Logik müsste Gott ein Arschloch sein. Vielleicht sind sie es deshalb.